Die Referenten haben sich Gott sei Dank bereit erklärt, online ihre Präsentation durchzuführen. Wir werden ja jeden Donnerstag eine Webinarreihe machen. Ich wechsle jetzt gerade mal auf die Agenda für heute. Und zwar Begrüßung durch meinen Namen, Armin Elbert, Geschäftsführer der Infocent Consulting GmbH. Ich sehe, dass schon ziemlich viele Leute sich online zugeschaltet haben. Der Referent für heute ist Lothar Henkes, Vizepräsident bei der SAP. Er wird einen Überblick geben über die verschiedenen Möglichkeiten Data Warehousing. Das bekannteste ist ja das BW4HANA, wo ja schon einige Migrationen von Ihnen laufen, auf das neueste Release zu kommen. Dann wird aber zusätzlich noch Data Warehousing mit SAP HANA vor SQL Ihnen erläutern, was da möglich ist. Und die dritte Option für den Data Warehouse aufzubauen, ist dann quasi Data Warehousing in der Cloud. Jetzt würde ich vorschlagen, Lothar, ich übergebe an dich. Eine Sache ist noch, Fragen können Sie ja, da wir jetzt online sind, nicht persönlich stellen. Sie können aber Fragen stellen. Rechts unten ist quasi so eine Hand. Dort können Sie Ihre Fragen eingeben. Wenn Sie Ihre Fragen mit dem Fragezeichen quasi kennzeichnen, dann ist es klar, dass es dann eine Frage für uns ist. Die Fragen gehen wir nach der Präsentation, so ca. 9:45 Uhr, gemeinsam mit Ihnen durch. Wenn da noch Fragen offen bleiben, werden wir diese natürlich mit dem Lothar beantworten und Ihnen dann schriftlich zusenden. Wie gesagt, Fragen stellen, rechts unten mit der Hand, dort können Sie es eingeben und dann einfach Return drücken. Jetzt würde ich vorschlagen, ich wechsle zum Lothar. Der Einleitung genug. Armin, hast du es gesehen? Der Marcel Becker hat geschrieben, dass er dich nicht versteht. Ich kann dich gut verstehen. Ja. Und von daher, Herr Becker, vielleicht ist es was bei Ihren Einstellungen. Herr Becker hat geschrieben, dass er dich nicht hören kann. Okay. Also, sind da noch mehr Leute, die mich nicht hören können? Hier steht als Tipp, reload the page and check if tab is not muted. Also er hat jetzt geschrieben, der Becker, da ist sein Telefon zugeschaltet. Alles gut, also die anderen hören okay. Dann würde ich vorschlagen, jetzt übergebe ich an den Lothar und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Online-Präsentation von Lothar Henkes bezüglich Data Warehousing-Strategie. Lothar, dein Part. Okay, Armin, erstmal vielen Dank für die Einladung, habe ich natürlich sehr gerne angenommen. Und wie der Herr Elbert schon gesagt hat, was ich für Sie vorbereitet habe, ist SAP Data Warehouse Strategie, also zu Anfang klares Statement, wie sieht unsere weitere Strategie aus, weil wir ja mittlerweile dort drei Produkte am Start haben. Und dann werde ich im Laufe der folgenden Präsentation dann tiefer eingehen auf BW4HANA und auf Data Warehouse Cloud und auch wie beides zusammenspielt, also wie beide integriert werden können und dann zu den jeweiligen Produkten am Ende dann auch nochmal die Roadmap, um Ihnen auch einen Ausblick zu geben, was planen wir denn da für die Zukunft. Ja, zu Anfang den obligatorischen Disclaimer, Sie kennen das Spiel, weil wir ja auch hier mit Ihnen Roadmap diskutieren, es da natürlich noch Änderungen geben kann, bin ich natürlich gehalten, vorher diesen Disclaimer mit Ihnen zu teilen. Kommen wir zum Statement of Direction, was ich zu Anfang gesagt habe. Ich denke mal, Sie sind alle damit vertraut mit dem linken Teil der Folie hier in der Vergangenheit. Wenn es um Data Warehousing bei uns, also bei der SAP ging, haben wir da in erster Linie zwei Produkte im Einsatz gehabt. Das war einmal das BW bzw. das SAP BW4HANA. Und seit ein paar Jahren dann auch noch insbesondere für Kunden, die mit SQL-Methoden Data Warehouse bauen wollen, das SAP HANA for SQL Data Warehousing. Das sind nach wie vor unsere beiden Produkte, wenn es darum geht, ein Data Warehouse on-premise zu implementieren oder ein Data Warehouse in der Private Cloud zu implementieren. Und daran wird sich auch nicht ändern. Also für die Zukunft sind diese beiden Produkte weiterhin gesetzt, wenn es darum geht, on-premise oder in der Private Cloud ein entsprechendes Data Warehouse zu implementieren.
Dann auf der rechten Seite SAP Data Warehouse Cloud haben wir im November letzten Jahres released. Und SAP Data Warehouse Cloud ist ganz klar unser Angebot, wenn es darum geht, ein Data Warehouse wirklich in der Public Cloud zu implementieren, wobei sämtliche Services in diesem Zusammenhang dann natürlich von uns, von der SAP kommen. Also dieses SAP Data Warehouse Cloud kann natürlich als Standalone Solution Data Warehouse in der Cloud betrieben werden und es kann natürlich auch, das ist der mittlere Teil hier, als Hybrid eingesetzt werden, zusammen mit entweder SAP BW4HANA oder mit SAP HANA for SQL Data Warehousing und natürlich auch mit älteren Versionen von BW, die aber nicht so eng integriert sind mit DWC, wie das der Fall sein wird für BW4HANA. Also ganz wichtig, SAP Data Warehouse Cloud bedeutet auf keinen Fall eine Ablösung unserer existierenden Lösungen, sprich BW4HANA und dem HANA SQL Data Warehousing. Data Warehouse Cloud kann gemeinsam mit diesen beiden Produkten als Hybrid eingesetzt werden und natürlich auch als Standalone, wenn Kunden bereits fest die Absicht haben, ihr Data Warehouse in der Cloud zu implementieren. Ja, in dem Zusammenhang auch, sei auch nochmal erwähnt, Sie wissen es alle und Armin, wir beide hatten ja auch lange darüber gesprochen, die Verlängerung der Wartungsstrategie, um unser Commitment zu BW4 dann auch nochmal ganz klar zum Ausdruck zu bringen. Sie wissen es wahrscheinlich alle, haben wir da natürlich auch die Wartung bis 2040 für BW4 entsprechend verlängert. Und was da in Zukunft kommen wird, das besprechen wir dann im Folgenden. Das ist jetzt einfach nochmal, wie heben sich die beiden Produkte ab oder wer macht in der Regel ein BW4HANA oder welche Kunden gehen in die Regel oder machen in der Regel SAP HANA for SQL Data Warehousing. Und Sie als BW-Kunden wissen es alle, BW bedeutet natürlich diesen, wir beschreiben das immer als Guided Approach. Sie bekommen eine hochintegrierte Lösung mit den entsprechenden Tools zur Datenmodellierung, zum Monitoring, zum Data Management, Out-of-the-Box Business Content. Und in der Regel sind Kunden, die BW bzw. BW4 einsetzen, haben NetWeaver bzw. ABAP Know-how im Haus und sind natürlich auch, haben einen gewissen SAP-Footprint, was aber nicht heißen soll, dass sie keine Nicht-SAP-Systeme haben. Ich glaube, es kennt keine BW oder beziehungsweise BW4-Installation, wo nicht auch externe Systeme und externe Daten geladen werden. Demgegenüber Kunden, die typischerweise SAP HANA for SQL Data Warehousing einsetzen, sind sehr oft Kunden, die in der Vergangenheit bereits mit SQL-Methoden ihr Data Warehouse beispielsweise auf Teradata oder auf Oracle gebaut haben. Das sind Kunden, die in der Regel sehr starkes SQL-Know-how im Haus haben und die auch mit diesem SQL-Know-how dann fortführen wollen, um ihr Enterprise Data Warehouse zu bauen. Das ist also keine Entscheidung Feature-Function-mäßig. Mit beiden Lösungen kommt man natürlich zum Ziel. Es geht wirklich darum, wo sind die Präferenzen unserer Kunden. Einmal die hochintegrierte Applikation BW bzw. BW4 und auf der anderen Seite die zusätzlichen Freiheitsgrade, die natürlich ein rein SQL-basierter Ansatz bietet. Gut, kommen wir zu BW4HANA 2.0. Ich habe im Folgenden jetzt nochmal ein paar Highlights von der 2.0er-Version, möchte ich Ihnen gerne nochmal vorstellen. Und vorab nochmal, warum haben wir BW4HANA gebaut? BW4HANA hat die klare Zielsetzung, dass wir sämtliche Prozesse im Data Warehousing vereinfachen. Ja. Und aus diesem Grunde ist SAP BW4HANA auch extrem gut integriert mit HANA. Und Sie werden es im Folgenden sehen, in diesem Zusammenhang, wir fokussieren wirklich auf HANA als der unterliegenden Datenbank und nur deshalb können wir auch die entsprechenden Vereinfachungen vorantreiben in BW4, vereinfachte Datenmodellierung, vereinfachte Anbindung von Quellsystemen, wesentlich leanere Datenflüsse, die wir anbieten können und so weiter. Ja. Also wirklich Vereinfachung, um damit schneller und agiler zu werden, ist wirklich das große Ziel, das wir mit BW4 dann verfolgen.
Und ein Bereich, der ja auch völlig neu im BW4HANA ist, und das sehen Sie jetzt hier auf dem, was der Screenshot Ihnen zeigt, ist das BW4HANA Web Cockpit. Die Idee vom BW4HANA Web Cockpit ist wirklich die, dass das ist der zentrale Einstiegspunkt für den Administrator, von dem aus er das gesamte System verwaltet. Über die entsprechenden Kacheln, die Sie hier sehen, kommt der Administrator zu all seinen Aufgaben, sei es die Berechtigungspflege, sei es das Überwachen von Prozessketten, sei es das Anlegen von Prozessketten. Das Ganze ist UI5-Technologie. Und von daher kann dieses Web-Cockpit natürlich auch von jeder mobilen oder Mobile Device entsprechend dann auch aufgerufen werden. Die ganzen Punkte, die Sie jetzt hier sehen, auf der linken Seite, sind alles Punkte, die im Rahmen vom Support Package 4, das wir im März diesen Jahres zur Verfügung gestellt haben, neu hinzugekommen sind bei der Admin Workbench. Ich schicke Ihnen auch die Details zu all diesen Punkten, aber es wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich auf jedes Einzelne gehen würde. Deshalb gehe ich erstmal nur auf zwei Sachen ein. Das ist einmal Data Volume, Data Selection Statistiken. Und das andere ist dieses ganz, ganz wichtige Thema für alle unsere Kunden, Data Protection Management. Also wenn ich über diese entsprechende Kachel dann hier auf Data Statistics und Analytics entsprechend verzweige, sehen Sie hier, dass sich dann automatisch ein entsprechendes Dashboard aufbaut. Ja. Dieses Dashboard gibt Ihnen einen exzellenten Überblick, wie einmal die Datenverteilung in Ihrer Landschaft ausschaut, also wie viele Daten liegen im Hot-Bereich, wie viele Daten liegen im Warm, wie viele Daten liegen im Cold-Bereich. Sie kriegen Auskunft darüber, welche Queries wie oft gestartet worden sind, welche Selektionskriterien sind am häufigsten gewählt worden. Ja. Und Sie kriegen Statistiken über die Laufzeit von Prozessketten. Ja. All das, und das ist jetzt ganz wichtig, wird automatisch aufgebaut, sobald Sie über diese Kachel, dieses Dashboard starten. Also ich will sagen, was Sie in der Vergangenheit vielleicht in ähnlicher Form kannten, anhand von technischem Content, den wir ausgeliefert hatten, ist nicht mehr nötig. Ja. Das heißt, Sie müssen keinen zusätzlichen Content implementieren, Sie müssen keinen Content aktivieren, Sie müssen auch nicht dafür sorgen, dass im Hintergrund im Laufe des Betriebes die entsprechenden Tabellen fortgeschrieben werden, um diese Statistiken dann entsprechend zu ermöglichen. Ja? Also auch ein weiterer Schritt in Richtung Vereinfachung. Der andere große Bereich, den ich eben erwähnt habe, Data Protection Management, ist etwas, was sämtliche europäische Kunden betrifft und auch diejenigen Kunden in den USA, die in Geschäftsbeziehungen mit europäischen Kunden sind, müssen die entsprechenden Regulierungen hier folgen. Und wie wir das Ganze unterstützen, ist jetzt technisch erstmal auf der rechten Bildschirmhälfte dargestellt. Also das Szenario hier ist folgendes: im ERP-System oder im S4-System ist die Anforderung, dass bestimmte Daten, Stammdaten gelöscht werden müssen. Und das muss natürlich dann auch in den folgenden oder angebundenen Systemen entsprechend vervollständigt werden. Und in diesem Zusammenhang, wann immer ein ILM, wenn immer so ein Prozess hier stattfindet, wird mithilfe von ILM eine entsprechende Notifikation erzeugt. Diese Notifikation schreiben wir in dedizierten Tabellen im ERP-System, S4-System oder in S4-Cloud dann entsprechend auch weg. Und dann haben wir einen Extraktor gebaut, der diese Notifikationen liest und sie in ein ADSO im BW4 schreibt. Und sämtliche Folgeschritte laufen dann weitestgehend automatisiert ab über das Admin Cockpit, was ich Ihnen eben vorgestellt habe. Also sprich, der Administrator wird auch hier wieder über das Web Cockpit die entsprechenden Folgeaktionen im BW4 dann entsprechend dann auch anstoßen. Vielleicht in dem Zusammenhang noch all das, was ich im Rahmen der Präsentation jetzt mit Ihnen diskutiere, das ist alles BW4 spezifisch, bis auf eine Ausnahme, und das ist die Data Protection Funktionalität. Die stellen wir auch, weil sie so fundamental wichtig für alle unsere Kunden oder verpflichtend eigentlich für alle unsere Kunden ist, auch für BW 7.5 zur Verfügung. Allerdings nicht mit dem
Vereinfachungs- und Komfortumfang, den wir in BW4 zur Verfügung stellen können. Bei den Modellierungstools, hatte ich auch zu Anfang erwähnt, haben wir auch komplett das UI jetzt vereinheitlicht. Sämtliche Modellierungstools im BW4, sei es der Query Builder, sei es die Modellierung von einem ADSO, von einem Composite Provider und so weiter. All das findet in der Eclipse-basierten Modellierungsumgebung statt und mit dem BW4 2.0 SP4 sind wir eigentlich so weit, dass wir im BW4 für die entsprechenden BW-Tools kein GUI eigentlich mehr benötigen. Auch hier sind links aufgelistet all die Sachen, die jetzt im Rahmen von SP4 dann neu hinzugekommen sind, jetzt hier zum Beispiel neue Editoren für die Währungsumrechnung, ja, für die Einheitenumrechnung, für die Prozessketten-Integration. Und auch hier ist es wieder ein Bereich, den ich mir ja ganz besonders nochmal rauspicken möchte, weil es auch wieder zeigt, wie stark wir doch in der Lage sind zu vereinfachen, auch bei der Modellierung mit BW4. Und dabei geht es in diesem Bereich hier wirklich um die Remodellierung von einem Data Store Objekt. Was Sie hier sehen, wir sind ja wahrscheinlich alle vertraut damit. Sie sehen hier praktisch ein DSO Objekt und dieses DSO oder ADSO Objekt habe ich in der Form modelliert, dass ich sowohl Infoobjekte als auch direkt mit Datenbankfeldern modelliert habe. Sie wissen, wir bieten die Möglichkeit, hier WW4 auch direkt mit Datenbankfeldern zu modellieren, einfach um schneller zu sein. So stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Tabelle, eine externe Tabelle hochladen. Die Tabelle hat, keine Ahnung, 50 Felder, 100 Felder. Und dann mussten Sie ja in der Vergangenheit erstmal anfangen, 50 beziehungsweise 100 Infoobjekte anzulegen. Und das ist mithilfe dieser feldbasierten Modellierung einfach nicht mehr nötig. Das heißt, ich kann sowohl feldbasiert als auch infoobjektbasiert modellieren. Und viele Kunden schätzen auch wirklich die Agilität und die Geschwindigkeit, die sie damit reinbekommen. Aber dann ist der weitere Lebenszyklus dann häufig so, dass sich unsere Kunden durchaus der Komfortfunktionalität, sage ich mal, so eines Infoobjektes bewusst sind, was das, ja, das Handling von Hierarchien, von Stammdaten, von Texten und so weiter beinhaltet, sodass man in einem späteren Lifecycle doch ganz gerne wieder dieses Feld möglicherweise durch ein entsprechendes Infoobjekt ersetzen möchte. Und genau das habe ich hier dann auch gemacht. Oder genau das ist hier das Szenario. Also wie gesagt, ich habe hier angefangen zu modellieren und habe für die Produkt-ID wirklich das Datenbankfeld verwendet. Und ich will jetzt in dem späteren Verlauf, wie gesagt, weil ich mehr Informationen vom Infoobjekt eigentlich brauche, das Ganze ersetzen, das Feld durch das entsprechende Infoobjekt, das da lautet Zero Product. Und das Einzige, was ich dazu eigentlich machen muss, ich würde in die Modellierung gehen, würde sagen, ich ersetze das Ganze, dieses Feld hier durch das entsprechende Infoobjekt, benenne hier das Infoobjekt. Das ist es eigentlich auch schon. Dann wird automatisch im Hintergrund ein entsprechender Remodellierungsrequest erzeugt. Und der Administrator würde dann wieder vom Webcockpit aus zu einem beliebigen Zeitpunkt, wann es eben am besten passt, sei es in der Mittagspause oder abends oder wann auch immer, die entsprechende Remodellierung anstoßen. Also sprich, all die Schritte, die Sie in der Vergangenheit anstoßen mussten bei einer Remodellierung, also sprich, erstmal sämtliche Daten im Info, im Data Store Objekt löschen, dann die Remodellierung anstoßen, dann die Daten neu laden, die entfallen komplett, ja, über diese mehr oder weniger automatisierten Prozess in der Remodellierung. So, das war die Remodellierung. Wo wir auch stark vereinfacht haben im BW4, ist die, wenn es darum geht, sowohl SAP-Daten als auch Nicht-SAP-Daten anzubinden. Sie wissen es wahrscheinlich, in der Vergangenheit hatten wir, ich glaube, 11 unterschiedliche Quellsystemtypen, je nachdem, welches System Sie dann entsprechend anbinden wollten. Und das haben wir reduziert auf 4 bzw. 5 Quellsysteme. Das ist einmal das HANA-Quellsystem, das basiert auf IAM etc. all diese Nicht-SAP-Daten anbietet, also sprich mit Smart Data Integration, Smart Data Access und so weiter. Sämtliche SAP-Daten über das ODP
Quellsystem, das diese neue Operational Delta Queue auch nutzt. Und dann haben wir eine extra Quelle geschaffen für Big Data Source-Systeme. Und klar, es gibt kein, denke ich mal, keine oder ja, keine BW-Implementierung, nicht die ohne Flat-File-Uploads dann entsprechend auch aufkommt. Was wir noch neu gemacht haben, und da möchte ich jetzt ganz kurz noch drauf eingehen, in BW4 haben wir auch die Out-of-the-Box-Integration mit unseren entsprechenden Cloud-Produkten wie C4HANA Marketing, C4HANA Sales, SuccessFactors, Fieldglass und so weiter, die zum Teil unterschiedliche Technologie, wie hier zum Beispiel einen SDI-Adapter nutzen, um dann entsprechend ans BW4 angebunden zu werden. Und jetzt nochmal zusätzlich, das möchte ich Ihre Aufmerksamkeit hier auf den rechten Teil der Folie richten, haben wir praktisch das DSO-Write enabled. Und das hat folgende Vorteile. Also viele unserer Kunden nutzen beispielsweise unser eigenes ETL-Tool, also sprich Data Services, oder sie nutzen ETL-Tools von Fremdanbietern. Und in der Vergangenheit, wenn unsere Kunden diese ETL-Tools mit BW4 einsetzen wollten, dann mussten die ETL-Tools zunächst in eine native HANA-Tabelle schreiben, und auf diese native HANA-Tabelle wurde dann entsprechend der Staging-Prozess aufgesetzt. Und dadurch, dass wir jetzt dieses Write-Interface für das ADSO haben, können diese ETL-Tools, Data Services und die ETL-Tools von Third-Party-Providern dann direkt auch in das entsprechende ADSO schreiben. Und gleichzeitig wird die Technologie auch ja von unseren eigenen Tools genutzt. Data Services hatte ich bereits erwähnt, aber auch Native Process Integration, Data Intelligence und die Cloud-Plattform nutzen diese Technologie. Gut, und klar, wenn es um die Analyse geht, haben wir natürlich mit BW4 auch eine ganz besonders enge Integration mit SAC. Und auch da wird es in Zukunft noch einige Neuerungen geben. Da gehe ich aber gleich im Rahmen der Roadmap dann nochmal drauf ein. So, wie geht's weiter mit BW4? Worüber wir uns unterhalten haben gerade, das ist in erster Linie der Bereich hier gewesen, also Q1 2020. Wir planen ein weiteres Shipment im Dezember diesen Jahres. Dieses Shipment wird dann das Support Package 7 sein. Und in diesem Support Package 7 haben wir dann zunächst mal auch einige interessante Neuerungen noch für die, was das ganze Thema Data Tiering Optimization betrifft. So zum Beispiel wirklich die Möglichkeit, auch kalte Daten nochmal zu aktualisieren. Ich denke, Sie wissen es alle, per Definition sind ja kalte Daten halt nicht mehr dazu gedacht, nochmal geändert zu werden. Deshalb werden sie aufgelagert auf so einen bestimmten Bereich. Aber wir haben schon immer, auch in den letzten Jahren bei Nearline Storage, die Anforderung gehabt, dass es doch das ein oder andere Dokument gibt, das dann doch nochmal, ja, ich sag mal, angefasst werden musste, dass dann nochmal geändert werden musste. Und da musste halt jetzt dato, bis wir diese Funktionalität hatten, dass alles wieder zurückgeschrieben werden aus dem Cold oder Warm Store und dann entsprechend geändert werden. Und dann konnte es wieder reingeschrieben werden. Und mit dieser Funktionalität überlauben wir es jetzt, direkt Änderungen auf kalten Daten durchzuführen. Wichtig ist, dass diese Änderungen jetzt nicht dazu gedacht sind für Massenänderungen, sondern es ist wirklich der ein oder andere Beleg, der dann nochmal zur Änderung ansteht. Es ist nicht dazu gedacht, jetzt die Massen von Daten auszulagern und dann doch Änderungen zu machen. Da würden Sie wirklich in ein Performance-Problem laufen. Gut, Improvements für die dynamische Partitionierung. Derzeit ist es so, dass Sie da nur Time-Charakteristika verwenden können, und da wird es in der Zukunft auch möglich sein, nicht Zeitmerkmale dann entsprechend verwenden zu können. Bei der Data Protection Workbench, die wir eben schon mal diskutiert hatten, sind es in erster Linie weitere Komfortfunktionalität, weitere Automatisierung, mit der Sie rechnen können. Entsprechend ist bei den Streaming-Prozessketten verbesserte Administration hier
und verbessertes Monitoring und Alerting. Und dann in Q4, also sprich mit der Auslieferung im Dezember SB7, haben wir dann auch das erste Mal die Unterstützung dieser hybriden Szenarien, die ich zu Anfang angesprochen habe. Und da ist es wirklich die Idee, dass ich wirklich die BW-Query, also die Metadaten der BW-Query, dass mir aus diesen Metadaten automatisch die entsprechenden Data Warehouse Cloud Metadaten generieren kann und dann aus DWC auch eine entsprechende BW-Query starten kann und so die Information aus dem On-Premise BW4 zusammenbringen kann mit Informationen in Data Warehouse Cloud. Dann das nächste, ein größeres Auslieferung für BW4 planen wir dann für Q4 2021 und das wird dann das Release SAP BW4HANA 2021 sein. Also das wird voraussichtlich der offizielle Name. Momentan sind wir bei BW4HANA 2.0 und mit dieser Namensgebung jetzt nächstes Jahr BW4HANA 2021 lehnen wir uns an die allgemeine Nomenklatur entsprechend S4 dann auch an. Data Tiering Optimization wird in diesem Zusammenhang dahingehend erweitert werden, dass wir auch den HANA Data Lake praktisch als Cold Store ansprechen können. Ich hatte eben schon mal erwähnt, dass wir im BW4 eine ganz enge Integration auch mit SAC haben, die wir so mit den älteren BW-Versionen nicht zur Verfügung stellen können. Und da gibt es dann die Möglichkeit, Conditional Results oder Calculated Time Dimensions, also on the fly eigene Time Dimensions zu generieren. Dann auch wieder die nächste Version der hybriden Szenarien. Und da wollen wir dann praktisch so weit sein, dass wir wirklich für alle BW oder beziehungsweise BW4 Metadaten über den Model Transfer dann entsprechend die Metadaten in Data Warehouse Cloud generieren können. Data Distribution Service, was ist damit gemeint? Ich denke, Sie kennen alle den Data Hub im BW4, mit dem Sie Daten aus BW4 an Satellitensysteme wirklich dann auch auslagern können, übergeben können. Und da wir hier bei unseren Kunden auch bei den On-Premise-Installationen zunehmend sehen, wie wichtig es ist, beispielsweise auch Daten für den Information Worker, für den Data Scientist, der ja in der Regel auf dem Data Lake arbeitet, zur Verfügung zu stellen, werden wir dann auch in der Lage sein, über diesen neuen Data Distribution Service aus BW4 heraus Daten in den Data Lake zur Verfügung zu stellen. Das Ganze mit Delta und so weiter, wie Sie es vom Data Hub dann auch gewohnt sind. Und wie gesagt, auch an der Stelle nochmal der Hinweis, dass wir die Wartung für BW4 wirklich bis 2040, also 2037 Standard und dann Extended Maintenance bis 2040 verlängert haben, was einfach nochmal zeigt, unser Commitment zum BW4 und für Sie auch bedeutet, wenn Sie in BW4 bereits investiert haben oder auf dem Weg sind, in BW4 zu investieren, dass sie da eine gewisse Investment-Sicherheit dann auch haben. Data Warehouse Cloud, das nächste Kapitel, das ich mit Ihnen besprechen wollte. Was ist Data Warehouse Cloud? Ich hatte es zu Anfang schon mal erwähnt. Data Warehouse Cloud ist wirklich unser Angebot, wenn es darum geht, Data Warehousing in der Public Cloud zu betreiben. Data Warehouse Cloud, der komplette Service wird von uns, also sprich der SAP, gemanagt. Und Data Warehouse Cloud, das werden Sie jetzt gleich sehen, richtet sich sowohl an die Fachabteilung als auch an die IT, also an die Fachabteilung, um hier zunehmend Möglichkeiten zu geben, selbst zu modellieren. Für IT natürlich, um das entsprechende zentrale Data Warehouse aufzubauen. Und der große Vorteil ist, sowohl IT als auch das Business arbeiten mit exakt den gleichen Tools, mit exakt den gleichen Oberflächen, um das entsprechend zu bewerkstelligen. Von der Architektur her, Sie sehen es hier, Data Warehouse Cloud sitzt auf der SAP HANA Cloud
Und klar, in dem Zusammenhang können wir sowohl SAP-Cloud-Quellen, nicht-Cloud-Quellen, externe Quellen und Premise-Systeme anbinden über die entsprechende Konnektivität. Idee ist auch hier zunächst mal mit einem virtuellen Zugriff zu beginnen. Und wenn der virtuelle Zugriff eben nicht das Service-Level zur Verfügung stellen kann, das Sie benötigen, dann auch die Möglichkeit, natürlich über die entsprechenden Replikationsmechanismen die Daten physisch in die HANA Cloud zu laden. Und als Storage dient dann natürlich einmal der In-Memory-Teil und was mit HANA Cloud auch kommt, der Disk beziehungsweise der Data Lake, mit dem Sie dann in der Lage sind, innerhalb der HANA Cloud dann auch einen entsprechenden Data Lake aufzubauen, der technisch auf Sybase IQ Technologie basiert. On top auf der HANA Cloud haben wir dann mit DWC die entsprechenden Services, sage ich mal, gebaut. Services, was die Governance betrifft, Services, was die Modellierung betrifft, also die Datenmodellierung sowohl als auch die Business-Modellierung und ein entsprechendes Repository und natürlich auch die entsprechenden Security-Services. Und da würde ich jetzt im Folgenden zu jedem dieser Services nochmal drauf eingehen. Gut, on top natürlich auch hier wieder die ganz enge Integration mit SAP, SAC, also SAP Analytics Cloud. Wenn es darum geht, wirklich entweder Analytics auf DWC zu machen, Predictive oder eigene Applikationen zu bauen. Und auch hier wie im BW4 haben wir die entsprechende Offenheit. Also wenn Sie andere Tools oder externe Tools, BI-Anbieter auf der Data Warehouse Cloud einsetzen möchten, bieten wir natürlich ein entsprechendes API an, das Sie dann entsprechend verwenden können. Und das Gleiche gilt übrigens auch auf der ETL-Seite. Wenn Sie andere Tools verwenden möchten, wie unsere eigenen Möglichkeiten des virtuellen Zugriffs oder der Replikation, haben wir auch hier ein entsprechendes API zur Verfügung. Gut, gehen wir kurz auf diese Services ein, die letztendlich das Data Warehouse Cloud ausmachen. Und ich würde beginnen mit den Governance Services. Ja. Ein ganz zentraler Teil im Data Warehouse Cloud sind die sogenannten Spaces. Also Sie würden praktisch einen zentralen Company Space, so habe ich ihn jetzt mal hier genannt, bilden und das würde praktisch Ihrem zentralen Data Warehouse entsprechen, in dem alle die Daten zusammenfließen, in dem der konsolidierte Datenbestand, konsolidierte Datenmodelle sich dann entsprechend wiederfinden. Und jetzt haben Sie oder die IT praktisch die Möglichkeit, den einzelnen Fachabteilungen, HR hier in dem Beispiel oder Marketingabteilung, Financial, einen eigenen Space zur Verfügung zu stellen. Dieser Space ist praktisch ein isolierter Bereich und in diesem isolierten Bereich würden vom zentralen Space entsprechend Datenmodelle und Daten exponiert werden. Und dann hätte die Fachabteilung hier jetzt die Möglichkeit oder hat die Fachabteilung hier die Möglichkeit, zusätzlich Daten dazu zu laden, zu remodellieren, neue Modelle zu bauen und all das natürlich einmal unter strikter Kontrolle, was die entsprechenden Berechtigungen betrifft. Das Ganze wird in Zukunft auch ein ganz flexibles Pricing unterstützen. Das heißt, wir monitoren genau, wie hoch ist die Menge an verbrauchtem Speicher in einem Space, wie viel Rechnerleistung wird gebraucht im Space. Das können Sie dann flexibel hinzuschalten. Sie können einen Space, der beispielsweise nur fürs Quartalsende gebraucht wird, auch nur am Quartalsende nutzen und für den Rest der Zeit praktisch in den Schlafmodus versetzen, sodass da dann auch keine zusätzlichen Kosten mehr für diesen Space auflaufen, sodass wir da zu einem sehr flexiblen Pricing auch kommen. Und dieses Pricing richtet sich wirklich danach Pay-per-Use, also sprich, Sie zahlen entsprechend Ihren Verbrauch von Computing und Power dann auch entsprechend lizenziert werden. Also das ist damit gemeint, dass wir da auch ein sehr flexibles Pay-per-Use, sehr flexibles Pricing dann auch haben. Ja, das sind die Spaces. Was die Konnektivität betrifft, ich hatte es ja schon erwähnt, klar, wir können auch hier entsprechend SAP-Systeme, Nicht-SAP-Systeme in der Cloud und Premise entsprechend dann auch anbinden. Gestartet sind wir mit all diesen Connection-Tiles, also RBAP, HANA etc., über die wir dann auch entsprechend
BW- bzw. BW4-Systeme dann auch anbinden konnten. In Q3 sind noch dazu gekommen, dass wir beispielsweise für Fieldglass, für S4HANA Cloud entsprechende Konnektivität out of the box anbieten können. Und was für externe Systeme betrifft, hatten wir hier die Anbindung an Amazon beispielsweise, an Redshift, an Azure. Und Ende diesen Jahres, in Q4, haben wir dann noch, was unsere eigenen Produkte betrifft, extra Out-of-the-Box-Konnektivität zum BW, Out-of-the-Box-Konnektivität zu BW for HANA, zum Model Transfer, also sprich dieses hybride Szenario, was ich schon mal angesprochen hatte. Und was die externen Systeme betrifft, beispielsweise MySQL, Teradata, Google BigQuery und so weiter, wo wir dann die entsprechende Konnektivität dann auch anbinden. Was die Modellierung betrifft, unterscheiden wir im DWC zwischen einer Datenmodellierung und einer Businessmodellierung. Was Sie hier sehen, ist ein Screenshot von der Datenmodellierung. Hier würde ich praktisch festlegen, kommen meine Daten, ist es eine virtuelle Tabelle, auf die ich zugreife, ist es ein View, auf den ich zugreife. In dieser Datenmodellierung würde auch der gesamte ETL-Prozess praktisch modelliert werden. Das ist zurzeit noch ein für den Dataflow ein entsprechendes Beta-Programm. Und in dieser Datenflussmodellierung, darunter fällt dann auch die ganze Scheduling-Funktionalität und das Monitoren von Prozessen. Also das ist ein separater Layer und separat davon die entsprechende Business-Modellierung, wo was ermöglicht, dann wirklich mit entsprechender Business-Terminologie dann die entsprechenden Datenmodelle dann auch zu bauen. Wie gesagt, unabhängig vom unterliegenden Data Layer, und sobald das entsprechende Business Model fertig ist, entsprechend modelliert ist, kann es dann an den entsprechenden Data Layer konnektiert werden und damit auch den Datenfluss zu gewährleisten. Einher mit dieser Business Modellierung geht natürlich einmal diese auch eine Data Lineage Funktionalität, das ist der linke Screen, den Sie hier sehen. Das heißt, wann immer Sie planen, ein bestimmtes Modell zu ändern, kriegen Sie eigentlich einen exzellenten Überblick, was das für weitere Modelle bedeutet, die an dieses Modell dann auch angeschlossen sind. Und was sehr wichtig auch ist in Dataverse Cloud, wir haben hier praktisch ein zentrales Metadaten-Repository basierend auf einem Business Catalog. Und in diesem Business Catalog sind sämtliche Modelle, die Sie gebaut haben, sind entsprechend dokumentiert, KPIs sind dokumentiert, sodass wir wirklich sicherstellen, wenn wir über ein KPI, ich sage jetzt mal Umsatz, sprechen, dass alle das exakt gleiche Verständnis von diesem KPI haben. Und dieser Business Catalog dient auch dazu, dass wenn neue Modelle gebaut werden sollten, man einen sehr guten Überblick erhält, was ist bereits da, was kann ich wiederverwenden, um das wirklich einfacher und dann entsprechend schneller zu machen. Ja, und auch hier ähnlich wie beim BW4, die enge Integration wieder mit SAC als dem Preferred, als mit einem bevorzugten Visualisierungstool. Aber ich hatte es ja bereits erwähnt, aber wir haben gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeit, über ein entsprechendes API, dass Sie mit die Tools von Third-Party BI-Tools dann entsprechend auch einsetzen können. Für BWC wird es neuen, oder gibt es eigens entwickelten Content, sowohl LOB-spezifisch als auch industrie-spezifisch und darüber hinaus arbeiten wir mit einer ganzen Reihe von Partnern zusammen, die eigenen Content bauen, die diesen Content dann auch über den Business Catalog, den ich auf der vorherigen Slide vorgestellt hatte, dann entsprechend dann auch anbieten werden. Und all das, was die Visualisierung betrifft, wieder mit SAP Analytics Cloud. Enge Anbindung an BW4 oder beziehungsweise an BW4, ist schon richtig so, ist Thema der nächsten Folie. Was Sie auf diesem Architekturbild hier sehen, ist praktisch, wie binde ich ein BW-System entweder auf AnyDB an die DWC an, und da läuft die Verbindung über Query als ein Info-Provider, über das Info-Objekt oder den entsprechenden Info-Provider
und das Ganze entweder virtuell oder über physisches Datenladen. Entsprechendes gilt auch für ein BW on HANA. Und beim BW 4 haben wir die Möglichkeiten von hier, die ich bereits erwähnt hatte, und zusätzlich haben wir die Möglichkeit, hier dann auch wirklich die Metadaten aus dem BW 4, aus dem Data Model Transfer in DWC dann entsprechend zu generieren. Also sprich, ich habe im BW 4 wesentlich erweiterte Möglichkeiten der Anbindung an DWC, indem ich die Query-Metadaten automatisch aus dem BW 4 in DWC dann auch entsprechend generieren kann, was auch uns um da automatisch dann die DWC-Daten dann auch, die DWC-Modelle zu generieren. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, aus dem DWC heraus direkt die Informationen an der BW4-Query zu konsumieren. Auch hier nochmal ein Ausblick, wo wollen wir uns hinbewegen. Weiteres Shipment im Q4, weitere Shipments. Da wird's, ich pick mal jetzt mal ein paar raus, was es da auf Neues geben wird, sind auch die ganzen Sachen Währungsumrechnung, Ausnahme, Aggregation, Multilingual, also Mehrsprachen, Unterstützung, was die Datenintegration oder die Datenmodellierung betrifft, die Integration mit den Data Flows. Ich hatte es auf den vorherigen Slides erwähnt, dass das zurzeit in einem Beta-Shipment ist und hatte auch erwähnt, dass wir noch in Q4 die Anbindung an Google BigQuery zur Verfügung stellen wollen. Und zusätzlich dann, was das innerhalb des Data Warehouse Management betrifft, dann die Möglichkeit, diese Identity Provider Integration bereitstellen zu können. Und das ganze Whitelisting von IP-Adressen, das haben wir wesentlich vereinfacht dann im DWC. Ja, in Zukunft, was wir dann mit DWC planen, ist natürlich ein Lifecycle-Management, ähnlich wie dem, das wir mit Data Tiering Optimization dann haben. In DWC ist natürlich auch der hybride Case ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt für die weitere Entwicklung, um da wirklich eine ganz enge Integration zwischen dem BW4 und dem Data Warehouse Cloud zur Verfügung stellen zu können. Ich habe Ihnen ja jetzt hier nochmal zum Schluss, Sie kriegen ja die Präsentation, wo einfach nochmal einiges zusammengestellt an Informationen, wo Sie entweder die Roadmaps zu BW4, die Roadmap zu Data Warehouse Cloud, die Dokumentation zu den entsprechenden Produkten finden, Blogs, die wir dabei sind, zu aktualisieren. Also da finden Sie jederzeit dann auch die neuesten Informationen. Also mir war es wichtig, Ihnen rüberzubringen, dass wir für unsere Kunden, egal ob unsere Kunden on-premise planen, ihr Data Warehouse weiterhin zu betreiben, ob sie planen, ihr Data Warehouse in der Cloud in Zukunft zu implementieren, ob sie das Ganze in einer hybriden Form betreiben wollen, was bei vielen Kunden der Fall ist, wir da eine entsprechende Möglichkeiten mit BW4, mit HANA SQL Data Warehousing und DWC zur Verfügung stellen. Und an der Stelle nochmal, also es ist DWC ist nicht dazu gedacht, die existierenden Lösungen BW4 oder HANA SQL Data Warehousing dann entsprechend abzulösen. Gut, Armin, ich glaube, ich bin entgegen meinen Gewohnheiten ganz gut in der Zeit geblieben. Und daher zurück an dich jetzt. Ja. Hallo Lothar, also dann mal vielen Dank für die Präsentation. Sie haben jetzt auch noch Möglichkeiten, unten über die Hand Ihre Fragen einzugeben. Es sind zwei Fragen quasi jetzt gekommen. Da können wir gleich hinschalten. Jetzt hätte ich mal noch eine Frage, Lothar. Du hast gesagt, es gibt ein neues Release, BW4 2021. Da passt ihr euch ein bisschen an die Strategie mit dem S/4HANA an. Wie lange wird denn das BW4HANA denn technisch weiterentwickelt? Maintenance, hattest du ja gesagt, bis 2040. Ist ja noch 20 Jahre letztendlich. Genau. Wie lange ist denn geplant, neue Funktionalitäten zu implementieren? Oder ist irgendwann mal angedacht, die Implementierung von neuen Funktionalitäten auf das Data Warehouse Cloud dann zu beschränken?
Oder wie da gibt es jetzt eine gute Frage, aber es gibt jetzt keine Pläne, dass in Zukunft Neuentwicklungen nur noch in Data Warehouse Cloud stattfinden sollen. Und ich gehe mal davon aus, dass BW4 2021 ist natürlich auch nicht das letzte Release, was wir dort, das wir dort entsprechend anbieten werden, sodass wir auch sowohl in Zukunft noch Erweiterungen in BW4 sehen werden und natürlich auch in Data Warehouse Cloud, was natürlich als ein neues Produkt noch nicht so diesen Funktionsumfang hat wie ein Produkt wie BW bzw. BW4, das bereits über 20 Jahren dann auch am Markt ist. Ja. Meine Frage zielt darauf hin, weil ja viele Kunden sich mit der Strategie beschäftigen, wie kommen sie, oder der Migrationsstrategie beschäftigen, wie kommen sie von ihrem Stand heute BW-Release. Einige sind ja noch auf BW 7.4, 7.5 mit oder ohne HANA, auf das neueste Release BW vor HANA. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, sollte man da nicht gleich auch vielleicht Data Warehousing Cloud dann betrachten als Hybrid-Szenario, um dann bestimmte Szenarien abbilden zu können? Das ist halt die Frage, weil die Kunden sind alle ein bisschen gebrandmarkt. Wenn man sich so betrachtet über die Frontend-Thematik, vor 2 Jahren hieß es, es ist die BI-Plattform mit Lumira ist das gesetzte Tool und seit einem Jahr heißt es, die SAC ist das gesetzte Tool im Frontend-Umfeld. Einfach nur die Frage, wird es denn im Backend dann so sein, dass wirklich beide Strategien zukünftig weiterverfolgt werden? Genau, du hattest ja die waren zwei Teile von deiner Frage, glaube ich. Der Anfang von deiner Frage war, sollte man, wenn man jetzt über einen Umstieg auf BW4 nachdenkt, auch schon mal DWC diskutieren, glaube ich, hast du gefragt. Ja. Und das würde ich auf jeden Fall in die Betrachtung dann mit einziehen. Und das Gute ist ja eigentlich so, wenn Sie sich nach BW4 bewegen, haben Sie auch die engen Möglichkeiten der Integration mit DWC, die Ihnen auf einem 7.4 oder auf einem 7.5 in der Form einfach nicht angeboten werden, sodass selbst beim Schritt nach BW4 Sie sich für DWC schon alle Tore offen gehalten haben. Und klar, wenn man dabei ist, warum nicht auch mal gucken, vielleicht bietet mir dieser Space die Möglichkeiten für meine Fachabteilung beispielsweise, die mehr Souveränität bei der Modellierung beispielsweise haben möchte. Und dann kann ich das jederzeit auch für mich selbst ausprobieren. Sie haben die Möglichkeit, ich glaube, 3 Monate ist dieser Testfind, den Sie dann kostenlos damit mit einbinden können und sehen, wie fühlt sich das an für Sie. Können Sie damit zusätzliche Sachen abbilden, die Sie in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen schwieriger abzubilden waren. Also dazu haben wir ja auch diesen Client. Und es ist nicht gedacht, Armin, nochmal, du hast zu Anfang gesagt, dass DWC diese Produkte on-premise dann auch ablösen wird, sondern beide Richtungen verfolgen wir nach wie vor, weil wir das auch bei unseren Kunden sehen, die sowohl zum Teil ihr Data Warehouse on-premise weiterhin betreiben wollen und werden und zum Teil aber auch in die Cloud ihr Data Warehouse verlagern. Von daher sind beide Richtungen für uns von Bedeutung. Okay, gut. Eine Frage hätte ich noch. Du hattest gesagt, das Data Warehouse Cloud ist das Frontend-Tool, das gesetzte die SAC. Aber viele Kunden haben ja auch sich schon quasi die On-Premise-Produkte stark investiert. Und wenn sie jetzt auf die Data Warehouse Cloud gehen als Hybrid-Ansatz, würde denn auch eine BI-Plattform mit den entsprechenden Frontend-Tools funktionieren? Oder sagt man dann auch eher die SAC als Frontend-Tool? Also ich glaube, da haben wir auch nochmal eine spezielle Präsentation zu im Rahmen eurer Webinarreihe. Wie gesagt, DWC ist klar eng integriert mit der SAC und darüber hinaus gibt es natürlich auch dieses Third-Party-BI, wenn Sie Ihre eigenen oder wenn Sie Tools von Fremdanbietern dann auch einsetzen wollen. Ja. Okay. Gut, dann gehe ich mal auf die Fragen. Wir haben 2 Fragen. Fragemodus würde Fragenliste anzeigen, veröffentlichen. Erste Frage kam von Herrn Umbach wegen der Modellierung im Azure. Ja, Mirk Lothar. Azure-Remodellierung. Gibt es wir da über ABAP Managed Database Procedures? Das ist zurzeit nicht angedacht. Nee. Okay. Kurz und schmerzhaft. Gut, nächste Frage. Da war noch eine andere Frage, habe ich eben gesehen. Armin.
Wie kommt man zu den entsprechenden Schulungen oder Informationen? Das ist die nächste Frage. Ach, sehr gut. Also ich würde wirklich raten, wenn Sie die Präsentation hier bekommen, auf was ich Ihnen eben gezeigt habe, da ist jede Menge Materialien, dass Sie sich entweder selbst anschauen können, mit Tutorials, mit dem Open SAP-Kurs und so weiter. Und darüber hinaus haben wir dort auch verlinkt auf das immer traditionelle Schulungsangebot unserer Schulungsabteilung, die sowohl virtuelle Schulungen anbieten als auch vor Ort, wobei momentan wohl eher auch da die virtuellen Schulungen dann auch angesagt sind. Also Sie finden auf der Seite sehr, sehr viele Materialien zum Umstieg zu den unterschiedlichen Konvertierungsmethoden, In-Place-Konvertierung, Shell-Konvertierung etc. Ja. Gut, wobei man hier sagen muss, BW74, vielleicht noch ohne HANA. Und wenn man dann auf BW vor HANA geht, dann ist es doch schon ein Riesenschritt, ja, klar. Den man dann betrachten muss. Also vielleicht wäre es auch gut zu sagen, man wechselt erstmal das Release auf BW75 mit HANA. Dann hat man ja eine gewisse Maintenance bis 2028, 29. Und dann kann man sich sukzessive dann mit dem BW vor HANA dann beschäftigen. Wäre vielleicht ein guter Zwischenschritt, nur als Anmerkung. Das ist auch eine Option, klar. Also am besten, denke ich mal, wenn Sie Pläne haben, dann entsprechend einen Termin auch mit der Infocent dann auszumachen, um die Optionen dann auch entsprechend zu diskutieren, abhängig von den Szenarien, die Sie selbst fahren wollen, ja. Gut, dann kommen wir zur dritten Frage, die noch eingegangen ist, auch von Herrn Umbach. Lothar, kannst du da dazu was sagen? Vielleicht erstmal durchlesen. Ja, also das ist schon die Idee, dass man diese Statistiken dann auch selbst weiterverwenden kann in eigenen Queries. Das steht auch, glaube ich, so auf der Folie dann mit drauf. Man ist da jetzt wirklich nicht nur an das gebunden, was wir da in Anführungsstrichen vorgedacht haben. Also Anpassung und Erweiterung können Sie da schon machen auch, ja. Okay, gut. Jetzt sind keine weiteren Fragen mehr angekommen. Okay, jemand tippt gerade, gehöre ich im Hintergrund. Mal schauen, ob noch eine Frage kommt. Okay. Also Frage ist jetzt keine mehr reingekommen. Erstmal zu den Modalitäten. Sie bekommen per E-Mail die Präsentation von Herrn Henkes zugeschickt. Also in der Präsentation ist auch hinten noch meine E-Mail, wenn dann noch eine Frage im Endeffekt auftritt, schicken Sie es vielleicht einfach an den Herrn Elbert und mich und dann können wir da auch gerne nochmal ein Follow-up machen. Ne? Okay. Es ist trotzdem noch eine Frage gekommen. Lizenzen, da bin ich genau der Richtige. wie wird mit alten Lizenzen beim Umzug verfahren? Die Frage ist, in welchem Umzug nach wo? Also zu den Lizenzen kann man sagen, wenn Sie BW vor HANA machen wollen, dann müssen Sie ja nochmal separate Lizenzkosten für die HANA-Funktionalität, also je mehr Space Sie benutzen, desto mehr Lizenzen fallen dann auch an, also monetäre. Das kann man sagen. Ja, also beim BW4 fällt eine Lizenz für die HANA an und beim BWC fällt auch eine Lizenz für BW4 an, die aber rabattierbar ist. Ja. Also gut verhandeln. eine Frage noch zu der Data Warehouse Cloud. Bei der SAC ist es ja, gibt es eine Private und eine Public. Ist das bei der DWC auch angedacht oder? Nee, ist zurzeit noch nicht angedacht. Da gibt es nur die Public. Okay. Gut. Wir haben noch eine Frage. Ich veröffentliche sie mal. Lothar. Also ich habe jetzt keine Benchmarks, die ich in dem Zusammenhang zur Verfügung stellen kann. Ich weiß nicht, wenn die Frage aber auch bei der Kollegin Ji Deng nochmal bringen. Ich würde sie auch informieren, dass die Frage hochgekommen ist, ob es da mittlerweile Benchmarks gibt. Meines Wissens gibt es noch keine Benchmarks. Ich habe aber noch nichts über entsprechende Limitierungen dann entsprechend gehört. Aber dass das Ganze irgendwo seine Grenzen hat, ist auch klar. Ich will ja jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das unendlich skaliert. Ja. Okay, gut. Weitere Fragen sind jetzt keine mehr gekommen. Jetzt springe ich mal wieder zurück. Und zwar auf den Ausblick. Wie gesagt, die
Ja. Online-Präsentationen werden jetzt quasi jeden Donnerstag stattfinden von 10 bis 11 Uhr. Sie bekommen immer kurz vorher von der Frau Kaub eine Mail, wo sie mit den entsprechenden Zugangsdaten. Beim nächsten Mal werden wir uns dann mit dem DataWarehouse Cloud und der SAP Analytics Cloud ein bisschen näher beschäftigen. Danach wird in 14 Tagen die Qideng, die Analytics Cloud bezüglich den Analytics Designer, was ja in Anführungsstrichen der Nachfolger von Lumira ist, detailliert mal vorstellen. Dann am 3. Dezember wird dann der Herr Wasmuth die entsprechenden Planungsmöglichkeiten der SAP darstellen. Und zu guter Letzt dann wird meine Person den besten Weg mal aufzeigen. Das heißt, besten Weg, es gibt mehrere Wege, aber die entsprechenden Möglichkeiten zu BW/4HANA, wie man dahin migrieren kann und welche Hürden man überspringen muss, um von einem BW 7.4 mit oder ohne HANA beziehungsweise BW 7.5 mit oder ohne HANA auf das BW/4HANA zu migrieren. Gut, jetzt haben wir fast eine Punktlandung hingelegt. Es ist kurz vor 11. Wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, würde ich oder bedanken wir uns, Lothar und ich, für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben und der Präsentation vom Lothar zuzuhören. Ich hoffe, Sie haben einige neue Informationen mitgenommen. Wichtig, denke ich mal, ist die Information BW/4HANA. Bis 2040 wird es gewartet. Da sind wahrscheinlich einige von uns schon im Rentenalter. Ja, Armin, es wird nicht nur gewartet, es wird auch weiterentwickelt. Ja, die Weiterentwicklung haben wir ja schon mal besprochen. Wie lange es dann weiterentwickelt wird, werden wir dann sehen. Aber denk mal, es ist ja ein... Rein in der Wartung ist 7.5 und auch das haben wir ja verlängert bis 2030. Ja. Also Standard bis 27 und dann noch die 3 Jahre erweitert. Ja, also da ist genügend Zeit, um sich eine Migrationsstrategie zu überlegen, wie man auf das BW/4HANA kommt. Vielleicht sogar mit Hybridansatz der DataWarehouse Cloud dazu. Gut, dann bedanken wir uns und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Wie sagt der Tagesschau-Sprecher, kommen Sie gut durch die Zeit. Dann vielen Dank und bis nächsten Donnerstag, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat. Wieder